Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Remake. Und wir werden jetzt gegen Pflanze 42 kämpfen. Oder auch nicht. Mal sehen. Okay, what the fuck? Ach, weißt du, was für dieses? Ich lauf andersrum. Wieso kam Rebecca jetzt nicht? Fragezeichen. Oh, ich lauf natürlich genau rein. Ich bin so klug. Aber ich bin nicht vergiftet. Lol. Gar nicht getroffen mit ihm im Gift, dumme Pflanze. Na komm, öffne dich, öffne deine Muschi. Wow! Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Hallo? Ah, okay. Jetzt bin ich auf Warnung. Ja, weil ich runtergefallen bin wahrscheinlich. Warte mal, kann ich nicht hier auch schon den Schlüssel jetzt nehmen oder so? Wow! Nee, kann ich nicht, okay. Forget it. Aua! Alter, ich sterbe gleich. Hilfe! Aua! Alter! Oh, das regt mich ja jetzt mal gerade auf hier. Nein, Chris. Ja, jetzt genau machst du natürlich zu, ne? Ist klar. Ich hab das irgendwie falsch gemacht bisher. Extrem, Gärtner. Aber warum ist Rebecca jetzt nicht gekommen? Was habe ich denn falsch gemacht mit ihr? Ich meine, ich habe sie ja kaum gesehen und sowas deswegen. Ich konnte sie doch jetzt auch nicht vergraulen. Und ich saß ja die ganze Zeit nur bei Richard und sowas rum. Deswegen, normalerweise müsste Rebecca doch hier kommen. Oder hätte ich vorher noch was anderes machen müssen, wodurch sie dann erschienen wäre oder was? Da bin ich jetzt echt überfragt. Ach, und jetzt auf einmal spawnt der Schlüssel hier. Okay, interessant. Wahrscheinlich war das auch schon vorher so. Also, dass ich mit Rebecca jetzt gar kein Vigil zusammenmixen muss und mit ihr nicht in den Keller muss und so, das wundert mich. Weil normalerweise passiert das hier. Sie kommt dann an und rettet mich und... Ach. Oh, you scared me. You okay? Yeah, it's dead. But Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Das war jetzt extrem strange. Rebecca, just saying, du hast mich nicht gerettet, du Miststück. Nein, Miststück natürlich nicht, sie ist süß und sowas nach wie vor, aber sie wusste doch jetzt gar nichts eigentlich von der Pflanze. Ich habe ihr davon nichts erzählt und gar nichts. Und jetzt sagt sie so von wegen, ja, alles okay, ja, es ist tot. Und sie muss nur sofort wissen, was es damit auf sich hat. Was ist tot?
Das dürfte sie doch gar nicht wissen. Also irgendwas haben wir, glaube ich, echt falsch gemacht in irgendeiner falschen Reihenfolge oder keine Ahnung, was auch immer dafür nötig ist, dass sie auftaucht, um das Vigold für uns zu machen. Dann wäre der Kampf auch schneller vorbei gewesen, definitiv. Hey Süße, was ist los mit dir? This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Kann nicht schaden. Yeah, would you? Rebecca hat ihre Wunden behandelt. Miau. Thanks. Be strong, Rebecca. Oh, arme Rebecca. Kann ich dich nochmal anquatschen? Obwohl, dann passiert wahrscheinlich nichts, oder? 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 Na? Erzählst du mir noch was? Take care, Chris. Wow. Thank you, I will. Trotzdem. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wieso habe ich was verpasst quasi vom Spiel? Das ist doch doof. Hauptsache Riska ist jetzt da, dass das Spiel vorangeht. Wesker? Ah. Wesker? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Ich fand die Cutscene gerade einfach nur irgendwie witzig. My words exactly. Oh boy. Ja, was ist mit Jill? Ich dachte, sie wären bei ihr. Ja, ich weiß. So. What the fuck? Sinnlose Gespräche sind sinnlos. Das kann ich auch hier lang laufen. Ach, halt, warte mal. Ich habe ja noch diesen einen Raum gar nicht untersucht, wo vielleicht noch was Wichtiges drin liegt, da im Aquariumraum sozusagen. Das muss ich mir eben noch untersuchen, aber vorher mein Inventar leer kriegen. Ja, herrlich. Chris und Wesker, das alte Liebespaar. Chris, du bist schon eine witzige Type. Leute, Popolte. Okay, kein Zombie, ein Glück. Ich hoffe, ich komme jetzt überhaupt rein. Nicht, dass es so heißt. Sie brauchen einen kleinen Schlüssel dazu. Dann drehe ich echt durch. Das war die falsche Taste.
Ach ja. Aber auch wenn Rebecca mir nicht geholfen hat, tut sie mir leid. Sie stand Richard wohl sehr nah. War ein guter Kumpel wahrscheinlich von ihr oder so. Und nicht nur ein Arbeitskollege. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Why not? Hi, hi. Ah, nee, ich kann so rein. Ein Glück. Vielleicht ist hier noch was Schönes. Der Schrank ist völlig durchnässt. Es ist nichts Besonderes darin. So ein Scheiß. Das sieht nach dem Steuersystem für den Wassertank aus, aber es ist kaputt und kann nicht verwendet werden. Ist ja echt jetzt gar nichts für mich. War hier das echt nur für die Pflanze praktisch, dass man sehen kann, oh, hier sind die Wurzeln. Das sieht echt danach aus. Hier ist einfach mal rein gar nichts. Warum ist hier nichts? Das ist ja doof. Jetzt bin ich ganz umsonst hier hingelatscht. Ach, Spiel. Ist das echt so? Ja, der wird nicht als rot angezeigt. Interessante. Mir fliegen gerade wieder kleine Fledermäuse von meinem Fenster hin und her. Voll süß. Echt, sobald es hier so dämmerig ist und sowas, kann man die hier echt beobachten, so ein bisschen. Einfach nur sweet. Vor allem, die sind flink, die kleinen Viecher, das glaubt ihr gar nicht. Einmal ist mir eine Fledermaus fast gegen den Kopf geflogen, als ich noch unten dann im Garten war. Kam die so ganz dicht in meinem Kopf vorbei. Und ich dachte nur so, okay, miep, knusch mich doch nicht direkt gleich. Ich kenne dich doch noch gar nicht. Erstmal vorstellen hier, nicht gleich knutschen. Aber süß. So, dann werde ich aber jetzt auf jeden Fall nochmal speichern und neue Heilung mitnehmen. Weil das mit dem Kampf gegen die Pflanze 42 schon ein bisschen scheiße war und... Oh, fuck. Nein, bitte nicht. 8 Schuss in der Flinte und nur 8 Ersatzmunition. Wie soll ich die Hunter überleben, bitteschön? Ich kann die doch nicht mit der Knarre machen. Ach nee, ich habe hier noch ein bisschen Munition. Gott, gebunkert. Oh, Gott sei Dank. Boah, war ich gerade in Panik, beziehungsweise bin ich jetzt erleichtert. Alter, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Mal sehen. Obwohl, die Knarre brauche ich echt nicht. Habe ich kein einzelnes Grünes mehr? Nee. Na gut, nehme ich halt das hier mal mit, ne? Man weiß ja nie.
Nun gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir hier den Part, ihr Lieben. Und im nächsten Part stellen wir uns dann den Huntern gegenüber. Oh yeah. Wuhu, wuhu. Wui, 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 wui. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, es lohnt sich. Denn jetzt werde ich wieder ein bisschen durchdrehen, auch wenn die Hunter ja bei Jill relativ handzahm waren, lustigerweise. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es jetzt immer noch sind. Da fällt mir ein, ich sollte ein blaues Kräuterchen mitnehmen für die Schlangen, weil die waren ja ein bisschen arschig. Will ja nicht wieder vergiftet werden. Nun gut, dann bin ich auch gespannt, ob die Tür repariert wurde, wirklich, dann von Wesker oder sonst wem, wo ich ja dann das mit Jill hatte, zum Glück. Da bin ich mal gespannt und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hier alle wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.